So, jetzt gibt's, wenn ich hier eingestiegen bin, das erste Mal Bar für die Mäuse. Das ist, Achtung, Werbung, ein Komplettmenü von Graf Barf. Das ist also nicht selber abgewogenes, abgemessenes oder dergleichen. Da greife ich auch für die Großen, wenn drauf zurück. Hoppala, Entschuldigung. Und ja, unsere Welpen werden. Hallo Quinny. Ja, da riechen die Großen was und hier ist Quinny. Und Kiva ist auch zu hören, die riechen das gerade alle. Aber die sind natürlich alle draußen, damit sie den Kleinen das nicht wegfressen. Die kriegen aber übrigens auch gleich was davon. Also es ist nicht so, dass die leer ausgehen. Die Welpen werden bei uns mit Trockenfutter. Hallo Willi. Mit Trockenfutter hauptsächlich gefüttert und ernährt. Ich weiche das auch immer komplett ein. Das hat zum einen den Vorteil, dass es natürlich vorher quillt, bevor es in den Magen kommt, ja, und sich schneller ein Sättigungsgefühl einstellt. Zum anderen ist es einfach von der Konsistenz her näher an der Nahrung, die Wölfe, wenn man sie denn doch wirklich ranziehen möchte als Urahn unserer Hunde. Ja, kommt dieser Nahrung, der Konsistenz dieser Nahrung einfach näher. Trotz allem bin ich, wie auch einige Experten, der Meinung, dass diese Wolfsmodelle, diese Hyperkarnivoren-Wolfsmodelle für den heutigen Haushund gar nicht mehr so gut sind. Aber das ist ein anderes Thema. Möchte ich euch auch gar nicht mit zuquatschen. Jeder soll füttern, wie er möchte. Und deswegen lernen die Welpen bei uns eben auch alles kennen, ne? Von Trockenfutter über Nassfutter. Da bringt einer direkt was in Sicherheit. Über halt eben Barf. Und wie man sieht, schmeckt ihnen ganz gut. Beziehungsweise so viel kann man gar nicht sehen vor lauter Nasen, die fressen. Billy hat es richtig gemacht, hat sich was genommen und in Sicherheit gebracht. Möchtest du jetzt bei mir essen, ja? Ja, und im Hintergrund hört ihr immer noch Kiva, die das riecht und lernen muss, dass sie es gerade nicht kriegt. Ich werde auch übrigens immer gefragt mit dem Trockenfutter, wenn ich das einweiche, wie das mit den Zähnen aussieht. Also Punkt 1, ja, die können auch, wenn sie das Trockenfutter eingeweicht bekommen, nach dem Auszug knabbern und richtig kauen, wobei der Hund an sich gar nicht kauen kann. Ist aber auch wieder ein anderes Thema. Das ist mehr so eine schneidend quetschende Weise, wie sie Sachen zerkleinern. Physiologisch ist der Hund eigentlich nicht in der Lage zu kauen, aber natürlich kriegen die das klein. Ne? Also die kriegen ja hier auch Kaustangen, wo sie das üben. Und ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Und das andere in dem Zusammenhang, Trockenfutter eignet sich nicht zur Zahnpflege. Also wo das hergekommen ist, ja. Man weiß es nicht so genau, dieser Mythos. Also schaut mal nach dem Essen euren Hunden ins Maul. Also wenn die Trockenfutter hatten, egal ob jetzt uneingeweicht oder eingeweicht, das klebt an den Zähnen und es macht die Zähne alles andere aber nicht sauber. Das ist Quatsch. Dafür nehme ich immer Naturkauartikel, Sehnen, sowas. Auch schon mal Knochen, Rehnacken oder sowas, das mögen die sehr gerne. Oh, ich habe ein Häufchen entdeckt, sehe ich gerade. Muss ich gleich einsammeln, das müffelt hier gerade so schön. Also dafür ist Trockenfutter absolut nicht geeignet. Von daher ist es völlig egal, ob ihr das hart gebt oder eingeweicht, beziehungsweise ist es eigentlich nicht egal, ich würde es immer einweichen. Aber es sei jedem selbst überlassen. Auch meine Hunde sind früher
bevor ich das alles wusste und mich da schlau gemacht habe, an nicht eingeweichtem Trockenfutter auch nicht gestorben. Und ihnen ging es nicht schlechter. Lecker. Wolltet ihr mir auch was abgeben? Das ist aber lieb von euch. Ich glaube, die Schale war ein bisschen viel für euch. Da freuen sich gleich ein paar Große, wenn sie das aufessen dürfen. Ich glaube, ich habe immer noch so die Abmessungen der Portionen im Kopf, die ich hier den 15ern letztens geben musste. Das waren dann so 3, 4 Schalen, also die schon mal weggehauen haben zum Schluss, als sie wirklich so kurz vorm Auszug waren. Fienchen. Ich finde das immer so süß, wenn sie das schütteln. Hallo Cooper. Bist du satt? Hat das gut geschmeckt, ja? Ja, hi. Hi, hi. Oh. Oh, guck mal, da liegt noch was. Was hat der Billy da hingelegt? Oh, hat da jetzt echt einer auf ein Stück Fleisch gekackt? Ich glaub's ja nicht. Ist ja nicht so, als hätte ich hier gerade alles sauber gemacht, ne? Also wirklich, ich habe hier gerade den Auslauf komplett sauber gemacht. Die waren gerade bis gerade draußen. Dann habe ich die hier reingesetzt, habe das Futter geholt und Tauri, runter, danke. Und schwupp, habe ich, wie man hier vorm schön sieht, ein paar Kackihaufen, die ich jetzt auch einsammeln werde wieder. Also wir halten auf jeden Fall fest. Schmeckt. Oh, hast du jetzt das Häufchen mitgefressen? Oh, Murphy. Nein, er hat es nicht mitgefressen. Er hat sich nur das Stück Fleisch oder was das da auch immer ist. Ich kann es nicht genau erkennen. Also da ist nicht nur ausschließlich Fleisch drin. Da sind natürlich auch Innereien, Pansen. Auch so ein paar knorrige Stücke sind drin. Also falls jemand sich das nicht so zutraut, das Barfen, kann ich das absolut empfehlen. Hier dieses Graf Barf, das kann man wirklich gut berechnen. Hallo, Kinai. Ich kriege da auch nichts für, dass ich das sage. Also das ist eine reine Empfehlung von mir. Immer vor die Kamera. Ich weiß natürlich, wie ich es zusammenstelle und wie ich es rechnen kann, aber ich finde es halt auch relativ affig, wenn ich dann irgendwann mit der Mikrowaage da stehe und dann 12,5 Gramm Innerei dazu tun muss und so. Und wir Menschen tun das ja bei uns eigentlich auch nicht. Also wir messen unser Essen ja auch nicht so ab im Normalfall. Das ist halt wirklich, es ist wirklich eine Erleichterung, was... ich nicht so schön fand, aber das möchte ich ausdrücklich sagen, betrifft nicht diese Marke. Es wurden bei vielen Barfertigmenüs diese multiresistenten Keime gefunden von der Zeit. In einem Test wurde das veröffentlicht auch. Wie gesagt, diese Marke war nicht dabei. Das hat mich so ein bisschen erschrocken, aber ich denke, dass da auch nachgebessert wird. Und wenn man das schön einfriert, dann sollte auch das funktionieren.
Also, wir halten fest, Barf schmeckt.